Heute für euch der wahre Grund, warum Draco Malfoy Albus Dumbledore in Wirklichkeit nicht getötet hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video besprechen wir einen ikonischen Moment in den Büchern und in den Filmen, in dem Draco Malfoy nur wenige Augenblicke davon entfernt scheint, Albus Dumbledore auf dem Astronomieturm zu töten. Und das am Ende nur, damit Severus Snape eingreift und die Aufgabe selbst ausführt. Draco war kurz davor, Dumbledore zu töten, aber er tat es letztendlich nicht und enttäuschte damit den dunklen Lord. Das alles übernahm aber am Ende Severus Snape, um sich das Vertrauen des dunklen Lords endgültig zu sichern. War das wirklich in Ordnung für Snape? Ich glaube nicht. Aber war es notwendig, um alle zu retten und Voldemort zu stürzen? Ja, das war es. Aber wie auch immer, ich möchte zu dem Moment zurückkehren, in dem Draco Dumbledore fast getötet hätte. Was war der wahre Grund, warum er ihn nicht tötete? Und was wäre passiert, wenn Draco es doch getan hätte? Es ist kein Geheimnis gewesen, dass es Lucius Malfoy, Dracos Vater, zu der Zeit miserabel ging und er es nicht wirklich aushielt, unter dem dunklen Lord zu dienen, denn er lebte in ständiger Angst vor ihm und davor, dass er ihm und seiner Familie Schaden zufügen würde. Lucius war wahrlich an seinem Tiefpunkt angelangt. Zu der Zeit war es Draco ziemlich peinlich, dass seine Familie eine öffentliche Lachnummer geworden war, und als Reaktion darauf war er sehr entschlossen, alles richtigzustellen und seinen eigenen Status bei den Todessern und Voldemort auf Hochglanz zu bringen. Aber obwohl Draco von seinem Vater komplett aufs Ganze reinblütig erzogen worden war und er ihn wirklich mit harter Sympathie zu den Todessern trieb und aufgezogen hatte, hatte Draco nie den Instinkt, jemanden zu töten. Er war einfach kein Mörder und er wollte es auch nicht sein. Seine Mutter Narcissa lehrte ihn Moral und die Wichtigkeit, ein Gewissen zu haben. Und genau diese Moral hielt Draco davon ab, die Grenze zwischen Gut und Böse jemals zu überschreiten. Aber hier ist das Gegenargument, das ich zu diesen Aussagen auch hervorbringen kann. Es gab ja nicht nur einen Versuch von Draco, Dumbledore zu schaden. Es gab ja nicht nur die Situation auf dem Astronomieturm, wo Draco Dumbledore entwaffnete und ihn mit seinem inneren Ringen zu töten versuchte. Es gab ja auch noch andere Situationen. Wir können an der Geschichte ganz klar erkennen, dass Draco versucht hat, Dumbledore auch mit anderen Dingen zu schaden. Wie zum Beispiel mit dem Met von Horace Slughorn, der Ron fast umgebracht hätte, oder mit der Halskette, die Katie Bell fast umgebracht hätte. Diese Versuche waren gedacht, um Dumbledore auszuschalten. Sie gingen zwar schief, aber es waren immer noch die Versuche, jemanden nicht aus erster Hand zu töten. Obwohl man schon sagen könnte, dass das keinen großen Unterschied macht, ob man jemanden vergiftet und er dadurch stirbt, oder ob man einen vom Astronomieturm wirft. Es geschieht zwar nicht durch seine eigene Hand, aber indirekt schon. Denn wie hätte zum Beispiel sonst Tom Riddle seinen ersten Horcrux aus seinem Mord an der maulenden Myrte erschaffen können? Er hat sie auch technisch gesehen nicht selber umgebracht, sondern einen Basilisken auf sein Kommando hingeschickt und sie getötet. Aber wie dem auch sei, Draco hatte diese Fallen für Dumbledore gestellt. Er hatte die beiden Gegenstände für Dumbledore platziert, um ihn zu töten, und hätte dabei fast zwei unschuldige Menschen ermordet. Ja, es ist schon wahr, er wollte es nicht tun. Natürlich wollte er es nicht. Aber er hat es trotzdem getan, und wenn entweder der Met oder die Halskette Albus Dumbledore getötet hätten, nachdem sie in Dracos Besitz waren, würde dies bedeuten, dass Draco ein Mörder wäre. Die Aussage, ich kann niemanden töten, wird dadurch also schon irgendwie entkräftet. Okay, vielleicht kann er niemanden töten von Angesicht zu Angesicht, aber das heißt nicht generell. Man darf eines aber nicht außer Acht lassen bei der Angelegenheit mit den Fallen für Dumbledore. Draco stand unter enormem Druck. Die Konsequenzen eines Versagens ängstigten ihn mehr als alles andere. Und ich meine, das ist schon irgendwie verständlich, wenn so ein Grusel-Voldemort ohne Nase einfach kommt und sagt, yo, erledige mal Dumbledore oder ich lösche alle aus, die du liebst. Natürlich hat er das wohl nicht so wortwörtlich gesagt, aber wir können uns sicherlich alle vorstellen, dass er das gesagt hätte, irgendwie in irgendeiner Art. Erstens, dass er das sagen würde, und zweitens, dass er das auch tatsächlich durchziehen würde, wenn er versagt. Aber das Wichtigste dabei ist, dass Draco in seinem Kopf hat, dass Voldemort es wirklich tun würde, und das löste diesen enormen Druck aus. Es ist also nicht ganz fair zu sagen, dass Draco den Mord an Dumbledore nicht zu Ende bringen konnte, weil er es bereits versucht hatte. Zwar aus einer Position der Heimlichkeit heraus und nicht wirklich erfolgreich, was die Zielperson angeht, aber versucht hat er es. Es ist eher die Auswirkung der tatsächlichen Tat, vor der Draco mehr Angst hatte. Aber so oder so, ein großer Schaden würde angerichtet werden.
Nehmen wir rein hypothetisch aber mal an, er hätte Dumbledore getötet. Was würde das bedeuten? Nun, es würde bedeuten, dass die Hölle losbrechen würde. Draco Malfoy würde in die Geschichte eingehen als die Person, die Albus Dumbledore ermordet hat. Sein Leben würde nie wieder dasselbe sein. Er wäre eine wandelnde Zielscheibe geworden und würde von denen gejagt werden, die Dumbledore am treuesten zur Seite standen. Jede Chance auf Normalität wäre sofort vorbei gewesen. Er hätte alle Erwartungen von Voldemort übertroffen und wäre wahrscheinlich einer seiner treuesten Diener geworden. Aber seine Schuldgefühle für das, was er getan hat, wären nicht einfach verschwunden, da er nicht so ist oder so fühlt, wie Voldemort es tut. Und wenn Harry am Ende trotzdem gewonnen hätte, dann hätte Malfoy keine Chance mehr gehabt und wäre wahrscheinlich auch nicht entlastet worden. Wahrscheinlich wäre Draco sogar lebenslänglich nach Azkaban gegangen, bei diesem komischen Rechtssystem. Und selbst wenn er nicht nach Azkaban gekommen wäre, dann wäre er wahrscheinlich gestorben, denn viele Leute hätten ihn sicherlich tot sehen wollen. Außerdem wäre seine Seele gespalten worden und das in einem so jungen Alter. Wer weiß schon, welche schädlichen Auswirkungen das auf ihn hätte haben können und ob er in der Lage gewesen wäre, den Schaden an seiner Seele zu reparieren. Es ist schon möglich, seine Seele zu reparieren. Und ein Keyfaktor bei der Reparatur der Seele ist das Zeigen von Reue. Ich denke, Draco wäre dafür durchaus in der Lage gewesen. Es wäre allerdings ein harter und schwerer Prozess geworden. Und die schweren Gewissensbisse würden ihn wahrscheinlich auffressen. Lasst uns einmal zu dem Moment zurückgehen auf der Spitze des Astronomieturms, wo Dumbledore versuchte, so viel Zeit wie möglich herauszuzögern. Denn Dumbledore wusste ganz genau, wenn Draco anwesend war, musste Snapes Ankunft nicht lange in der Zukunft liegen. Draco wog in diesem Moment alle Optionen in seinem Kopf ab. Er wusste, dass Voldemort ihn und seine Eltern töten würde, wenn er Dumbledore nicht töten würde. Doch das Ergebnis des Tötens eines Mannes, von dem Draco wusste, dass er auf der richtigen Seite kämpfte, schien genauso schlimm zu sein, wie als ob Malfoy kein Leben mehr haben würde. Wie ich schon sagte, er wäre für immer bekannt als die Person, die Albus Dumbledore getötet hat. Als dunkler, mächtiger Zauberer wie Voldemort oder Grindelwald mag das ja von großem Vorteil sein, aber nicht für so einen kleinen Draco Malfoy. Außerdem wusste Draco irgendwie, dass er reingelegt worden war. Er wusste, dass Voldemort erwartete, dass er scheitern würde. Ich glaube nicht, dass er glaubte, dass der Dunkle Lord wollte, dass er scheitert, aber er wusste zumindest, dass man von ihm nichts anderes erwartet, als zu scheitern. Ich meine, der Dunkle Lord ist ja kein Idiot und schickt Draco als einzigen Zauberer auf die Mission und verlässt sich nur auf ihn. Und nochmal, versteht mich jetzt nicht falsch. Wenn ich sage, dass ich nicht einverstanden bin mit der Tatsache, dass Draco kein Mörder war. Er hat ja wie gesagt schon versucht, Dumbledore zu töten, aber er war jetzt kein Mörder wie Fenrir Greyback oder Voldemort. Er hat es versucht und war damit ein versuchter Mörder. Was ich meine ist, dass er töten würde, wenn er es müsste. Und er tat es auch fast mehrere Male. Also war es eine Kombination von Faktoren, die dazu führten, dass Draco sich in dieser Nacht auf dem Astronomieturm zurückhielt. Obwohl er seine Familie wirklich liebte, waren die Nachwirkungen des Geschehens auch richtig übel. Er redete sich ein, dass er keine Wahl hatte, aber in Wirklichkeit hatte er zwei Möglichkeiten: es tun oder es eben nicht tun. So oder so war es eine Lose-Lose-Situation. Obwohl der Plan zwischen Snape und Dumbledore war, das Vertrauen des Dunklen Lords zu gewinnen und dabei den unvermeidlichen Tod des Schulleiters auszunutzen. Snape und Dumbledore taten in dieser einen Nacht mehr für Draco, als sich der junge Malfoy jemals hätte erhoffen können. Ich denke, es ist interessant, alles zu betrachten, was Draco in dieser Nacht durch den Kopf ging. Es gingen ihm viele Emotionen durch den Kopf und er konnte sicherlich auch nicht ganz klar denken. Es gibt generell nicht viele Menschen auf der Welt, die in Stresssituationen einen komplett klaren Kopf und Geist behalten können. Und Draco sah definitiv nicht wie eine dieser Personen aus. Und ich finde, es ist eine viel bessere Ausrede als die, dass er einfach ein Killer war. Meiner Meinung nach auch der wahre Grund, warum Draco Malfoy Albus Dumbledore in jener Nacht auf dem Astronomieturm nicht getötet hat. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Aktivier doch gerne auch die Glocke unter dem Video, damit du keins der weiteren Videos mehr verpasst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.